Wir tun auch alles, dass es dir gut geht. Ne? Dein Kaffee kommt sofort, wenn du was bestellst und kannst stundenlang an einem Automaten sitzen, keiner beschwert sich. Kannst auch mehrere Automaten gleichzeitig spielen, keiner beschwert sich. Ja? Es ist halt alles darauf ausgelegt, dass du so lange wie möglich in der Spielhalle bleibst und so viel Geld wie möglich da lässt. Ne? Ali will nicht erkannt werden. Mehr als 300.000 Euro hat er in den letzten 5 Jahren verspielt, bis zu 700 am Tag. Auf sein auffälliges Spielverhalten habe ihn hier nie jemand angesprochen, sagt er. Nie sei er aufgehalten worden. Der Branchenriese Gauselmann hält nun dagegen und sagt, wir wollen Vorbild sein und sogenannte Extremspieler schützen, und zwar mit diesem neuen System. Am Eingang scannt eine Kamera die Gesichter der Besucher. Gefährdete Spieler können sich freiwillig sperren lassen und müssen draußen bleiben. Einen 7-stelligen Betrag hat das Unternehmen in die Technik investiert. Natürlich sind wir darauf aus, dass möglichst viele Leute zu uns zum Spielen kommen, aber wir haben kein Interesse daran, dass Leute zu uns kommen, die sich eine Spielteilnahme nicht leisten können, die problematisch spielen, sondern da legen wir einen sehr großen Fokus drauf, eben diesen Menschen behilflich zu sein. Sogar das Alter der Gäste lässt sich relativ genau bestimmen. Wer zu jung aussieht, muss zusätzlich einen Ausweis vorzeigen. Alle anderen nicht registrierten Besucher bekommen grünes Licht und dürfen rein. Niemand muss Angst haben, dass seine Daten irgendwo gespeichert werden. Und dieses System ist auch entsprechend von der Datenschutzbeauftragten in Nordrhein-Westfalen am Stammsitz unseres Unternehmens geprüft und auch freigegeben worden. Doch wie sinnvoll ist dieses System? Führt es tatsächlich zu mehr Spielerschutz oder ist es eher Imagepflege? Die Reaktionen in Niedersachsen sind vor allem kritisch, zum Beispiel von Datenschützern. Biometrische Daten sind sehr sensibel. Und jeder, der jetzt in die Spielhalle gehen möchte, muss sich sozusagen filmen lassen, dessen biometrische Daten werden erfasst. Das ist sehr problematisch, weil wir auch keinen Mehrwert darin sehen, denn wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, die Ausweise zu kontrollieren. Insofern ist dem Jugendschutz da Genüge getan. Jugendschutz ist das eine, Spielsucht das andere. Ali hat sich mittlerweile Hilfe gesucht bei der Diakonie in Osnabrück. Auch hier ist man skeptisch, was den Facecheck betrifft, denn das Ausmaß von Spielsucht sei deutlich größer, als die Betreiber zugeben wollen. Wenn ich zocken will, dann werde ich zocken. Das ist, da hält mich so ein Facecheck nicht auf und ich glaube eher, das ist Augenwischerei der Industrie. Dass sie ganz groß ankündigen, dass sie was für Spielerschutz tun, aber in den 20 Jahren, wo ich gespielt habe, habe ich davon nicht ein bisschen was gemerkt. Es ist so, dass gerade im Automatenbereich 80% so der Menschen schon ein problematisches Spiel haben. Das ist einfach so. Und Facecheck kann vielleicht eine Ergänzung sein, aber ich glaube, man muss genau gucken, wie da die Umsetzung erfolgt. Ich sehe das System schon noch als sehr lückenhaft. In den kommenden Monaten will Gauselmann das neue System nun in seinen Filialen in Niedersachsen einführen. Genau genommen also in 42 von insgesamt rund 1.900 Spielhallen, die es im Land momentan gibt.